Die alte Maya-Kultur in Mittelamerika mit ihren monumentalen Bauten und der gemeinschaftlichen Lebensweise fasziniert heute Millionen von Menschen. Die Maya waren aber auch geschickte Bauern, die viele Pflanzen für den Anbau kultivierten. Mit ihren ländlichen Traditionen verbunden, produzieren die Nachfahren der Maya heute erstklassigen Kaffee. Pedro Pacheco ist Maya und Guatemalteke. Er lebt mit seiner Familie in einem kleinen Dorf im Hochland Mittelamerikas. Seit über 18 Jahren ist er Kaffeebauer. Er betreibt biologische Landwirtschaft. Das ist ihm wichtig. Yo me gusta de trabajar de café. Para mí es bueno producir el café orgánico porque solo así y al usar químico, pues eso se daña a la tierra. Seit über 20 Jahren ist die Genossenschaft Asociación Chajulense, ein Zusammenschluss von mehr als 1400 Kleinbauern im Hochland von Guatemala, tätig. Der Kaffee, den die Maya hier anbauen, ist zu 100% biologisch. Pestizide und Kunstdünger sind per gemeinsamen Beschluss verboten. En la Asociación Chajulense pues nos da la idea cómo hacer aboneras y desde el inicio de las plantas eso me gusta. Die Genossenschaft Asociación Chajulense zählt zu den ersten Zusammenschlüssen von Kaffeebauern, die mit dem Fairtrade-Label ausgezeichnet wurden. Ihnen wird damit ein fairer Preis für den Kaffee ermöglicht. Dieses bessere Einkommen für die Kleinbauern und die Mitarbeiter der Asociación Chajulense ist der Grundstein für eine positive und nachhaltige Entwicklung der ländlichen Region. Comercio justo significa que también el pequeño productor tiene que invertirle más tiempo para cuidar esas plantas. Entonces, por eso nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos de que estar con un mercado seguro. Anfang der 90er Jahre besuchte ein Kamerateam die Genossenschaft im Hochland von Guatemala und drehte hier den ersten Fairtrade-Film für Deutschland. Über Sandpisten ging es damals ins Hochland. Heute ist die Hauptroute gut ausgebaut. In der Stadt Chajul, dem Hauptsitz der Genossenschaft, errichtete die Kooperative damals ein dringend benötigtes Gästehaus, das erste der Region. Noch heute, 20 Jahre später, können hier Besucher preiswert übernachten. Und die Genossenschaft hat so ein zusätzliches Einkommen. Von Anfang an arbeiteten Frauen in der genossenschaftlichen Kaffeeproduktion. Noch heute ist das der Fall. Die Asociación Chajulense konnte durch den fairen Handel die Gründung einer eigenen Genossenschaft der Textilherstellerinnen unterstützen. Wie die Asociación Chajulense ist auch diese demokratisch organisiert. Die Genossenschaft macht die Frauen zu Unternehmerinnen, die mit ihrem Einkommen ihre Familien unterstützen. Die Zahl der Mitglieder wächst stetig an. Bueno, ahorita ya se está viendo que se está cambiando la, bueno, la idea del, de, las, de los hombres o de la familia. Es importante porque ellos se ayudan mutuamente para poder salir adelante con su familia. 60 Kleinbauern sind in das Fairtrade Honigprojekt der Asociación Chajulense integriert. Die Kooperative unterstützt die Imker darin, den Ertrag zu steigern. Zurzeit bringt der Honigexport ein wichtiges zusätzliches Einkommen für die bäuerlichen Familien. Hay muchos que tienen bastantes pocas colonias, que ideal sería de que por lo menos para que logren sobrevivir, digamos, a través del de la producción de miel, deberían de tener por lo menos unas 30 o 40, digamos, colonias, ¿no? Investitionen wie diese werden mit der Fairtrade Prämie ermöglicht. Diese zusätzlich zum fairen Preis ausgezahlten Gelder investiert die Genossenschaft in gemeinschaftliche Projekte. Dazu gehört auch die Radiostation, die ein vielfältiges Bildungs- und Kulturprogramm anbietet.
Für die Menschen im Hochland ist die Radiostation sehr wichtig. Es gibt keine Fernseher, aber ein Radio findet sich in jedem Haushalt. Das Medium hilft, alte Traditionen zu bewahren und informiert über aktuelle politische und soziale Ereignisse. Die Association Chajolense leistet mit ihren sozialen Projekten, als Arbeitgeber und als demokratisch organisierte Interessensvertretung der Kleinbauern einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Zahlreiche Familien und Dörfer, also zehntausende Menschen, profitieren vom fairen Handel mit Europa. Die positive Entwicklung solcher ländlichen Gemeinschaften wird durch den höheren Preis ermöglicht, den wir hier in Europa bereit sind, für den Fairtrade-Kaffee zu bezahlen.